Er hat es selbst schon dreimal erlebt. Zutiefst erschüttert war der ehemalige Pfarrer Manfred Hangelberger immer dann, wenn eine Katze von ihm starb. Beerdigt hat er Rocky, Luki und Kaiserl in seinem Garten. Der Schmerz saß tief. Und ich erstaunt war, wie schlimm der Schmerz für mich selber war. Und ich weiß noch gut, wie ich da an der Kirche vorbeiging und ein älteres Ehepaar mich da gefragt hat, wie geht's denn, Herr Pfarrer? Ich habe gesagt, ich sage es Ihnen, mir geht's gar nicht gut. Ich habe unsere Katze verloren und ich bin so erstaunt, dass mich das so belastet. Dann haben sie gesagt, ja, wir kennen das auch. Bei uns ist vor ein paar Jahren unser Hund gestorben und wir haben auch fürchterlich gelitten. Aber man redet ja nicht drüber. Nicht darüber reden, das erschien ihm absurd. Zu der Zeit unterrichtete er als Pfarrer Religion auch in Schulen. Mit Kindern hielt er Gottesdienste für ihre Tiere. Das stand in der Zeitung und das las eine Frau. Das war auch der Grund, warum dann eben eine Frau so weit hergefahren ist mit ihrem toten Hund, weil sie das gelesen hat in der Zeitung und hat mich gebeten um ein Gebet für einen verstorbenen Hund. Ich musste natürlich dann ganz spontan, weil ich nichts zur Verfügung hatte, da reagieren drauf und habe das eben dann eben ihr diesen Wunsch erfüllt. Das war für ihn die Initialzündung, denn Tiere sterben Tausende in Deutschland jeden Tag. Manfred Hangelberger schrieb nun eine Trauerbegleitung für Haustiere, auch für andere Geistliche, für die richtigen Worte am Tiergrab. Vom Vatikan fühlt er sich bestärkt. Ja, das war natürlich für mich dann eine entscheidende Rückendeckung, dass Papst Franziskus 2015 in seiner Umweltenzyklika Laudato Si die Tiere auch ganz deutlich erwähnt, und zwar theologisch in einer fast dichterischen, schönen Sprache, dass sie eben auch in die Vollendung der Ewigkeit bei Gott mit aufgenommen sind. Die Tierrituale sind in zwei Sprachen auch auf seiner Webseite zu lesen. 400 Besucher schauen hier täglich vorbei. Auch sein Buch über Tierrituale am Grab ist mittlerweile ein Bestseller. Heute hat der 67-Jährige aus Teublitz wieder Katzen, drei aus dem Tierheim, denn mit Tieren ist es einfach schöner. Wenn Angelo einmal stirbt, sagt er noch, das wird sicher wieder bitter.